diskutieren. Sie haben gesehen, ich bin Consulting System Engineer. Wir sprechen über Technologie, über Infrastruktur, über das Unified Computing System als nächstes Thema. Und das geht vielleicht ein bisschen tiefer runter. Wer von Ihnen hat denn mit Infrastruktur zu tun? Im weitesten Sinne. Ah, doch einige Leute, sehr schön. Das freut mich, dann werden wir doch eine interessante Diskussion haben. Cloud Computing, ich war schon lange nicht mehr in so einem Forum drin. Ich war erstaunt, wie selbstverständlich hier über Cloud diskutiert wird, auf allen Leveln schlussendlich, wie die eingesetzt wird, was die gesetzlichen Grundlagen sind, was man damit machen und erreichen kann schlussendlich. Das ist super. Niemand hat aber irgendwie auch nur im Ansatz die Tiefe irgendwie angegangen oder die Oberfläche aufgekratzt schlussendlich, was dahinter steckt. Und wir wissen, da steckt einiges dahinter, steckt viel Komplexität dahinter, in jedem Level schlussendlich. Natürlich kommen zuerst die Software-Layer, die Automatisierungsgeschichten, OpenStack, CloudStack-Frameworks, kommerzielle Frameworks und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Infrastruktur darunter. Was ist denn dieses Cloud? Wenn wir das ein bisschen mehr technisch betrachten, schlussendlich, dann müsste dieser Begriff eigentlich gewissen Anforderungen, gewissen Attributen genügen. Wenn wir das technische betrachten, wie gesagt, dann ist so ein Gebilde, eine Cloud schlussendlich zugänglich übers Netzwerk, einfach zugänglich. Das ist sicher wichtig. Netzwerk ist ja ein wichtiges Keyword. Dann müsste es metered, messbar sein schlussendlich. Verrechnung müsste passieren können auf so einer Cloud schlussendlich. Self-Service ist ein weiteres Topic, das wichtig ist, wird impliziert, selbstverständlich, jeder kann sich bedienen mit den verschiedenen Applikationen und Services, die hier zur Verfügung gestellt werden. Dann aber noch wichtiger, die Infrastruktur, die darunter liegt, die muss irgendwie programmierbar sein. Schlussendlich, Sie wissen das, läuft alles auf Infrastruktur. Natürlich gibt es die Cloud, die schöne Wolke, aber wenn was laufen soll in der IT, dann liegt schlussendlich Infrastruktur darunter. Und die muss in diesem Zusammenhang programmierbar sein. Eine Programmatic Infrastructure, wenn wir das nennen auf Neudeutsch, die muss eben automatisierbar sein schlussendlich. Nun, NIST, das National Institute of Standards and Technology, definiert eine Cloud als das, was Sie hier sehen. Es ist erstens On-Demand and Self-Servicing, Networks Accessible, Resource Pooled, das heißt, wir poolen Ressourcen zusammen und kriegen so eben die Möglichkeit zu skalieren und elastisch zu sein in der Ausprägung und messbar schlussendlich. Das ist die Definition, was eine Cloud ausmacht schlussendlich. Die Services oder das, was produziert wird in einer Cloud, sind typischerweise diese Service-Modelle, die heute schon mehrfach erwähnt wurden, die PaaS, die IaaS und die SaaS-Services schlussendlich. All das wird automatisiert schlussendlich über die Cloud-Stacks. Ich muss immer mindestens zweimal klicken hier, das ist interessant. Das Ganze wird automatisiert über die verschiedenen Cloud-Frameworks. Wie gesagt, das alles wurde schon angesprochen heute. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist die ganze Infrastruktur, die darunter liegt. Und die Infrastruktur, die muss natürlich irgendwo integriert werden in die ganze Automatisierung rein. Das heißt, wir müssen eben mit der Infrastruktur genauso dealen wie mit den Services, die wir zur Verfügung stellen müssen, schlussendlich. Und diese Infrastruktur hier unten, da geben Sie mir wohl recht, die kann ziemlich komplex sein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überbordend, das ist ganz klar. In Schweizer Rechenzentren sieht das immer ganz anders aus. Nichtsdestotrotz, Infrastruktur kann komplex sein. Das kommt auch daher, dass so viele verschiedene Elemente da drin stecken. Wir haben verschiedene Netzwerke, Netzwerke für den IP-Zugriff, Netzwerke für den Datenzugriff, die SANs, all die verschiedenen Serverinfrastrukturen, die Appliances, die immer mehr in Mode kommen, immer wieder artfremde Gebilde und all das muss irgendwie gemanagt werden schlussendlich. Und das sind so viele APIs, so viele Zugangsstellen, so viele Schnittstellen schlussendlich, die hier angegangen werden müssen, die hier automatisiert werden müssen. Das Ganze wird wirklich komplex. Und was wir jetzt mit dem Unified Computing System anbieten schlussendlich, ist eine Vereinfachung genau dieser Infrastruktur. Wir bringen über verschiedene Technologien, die wir integriert haben, verschiedene Bereiche dieser Komplexität zusammen. Wir haben das Unified Compute, wir integrieren zum Beispiel die Unified Fabric, ein zusammengeführtes Netzwerk. Und wir haben das Management zum Beispiel integriert. Wir minimieren die Anzahl Managementpunkte, die Sie haben in so einer Cloud-Infrastruktur. Und das soll das Thema sein für die nächsten 20 Minuten, was wir dann mit UCS eben anders machen, wie wir eben das Leben in einer solchen Cloud-Umgebung erleichtern, wie wir die Infrastruktur vereinfachen. Was ist denn so ein UCS, ein Unified Computing System? Ist übrigens interessant, wir nennen es immer noch Unified Computing System, obwohl da ein C drin wäre, man könnte es auch Cloud System nennen, wie das so viele andere Hersteller bei jeder Gelegenheit auch tun.
Das Unified Compute System, es ist wichtig zu verstehen, besteht aus bis zu 160 Servern. Man kann mehrere zusammenschalten, man kann also hunderte von Servern zusammenschalten. Wichtig zu verstehen ist, dass es ein Single System ist. Das heißt, wenn Sie aus Sicht Automatisierung, aus Cloud-Technologie, aus Cloud-Automatisierungssoftware auf dieses UCS zugreifen, dann sehen Sie den Single Point of Management. Ein Single API, eine einzige IP-Adresse, wo Sie sämtliche Aspekte bis hin aufs Netzwerk darin kontrollieren können. Wir haben also ein Single System, wir nennen das auch eine UCS-Domain, die integriert Industrie-Standard-Compute-Komponenten, das heißt, wir basieren auf x86-Technologie, was natürlich eine Voraussetzung ist, um überhaupt hier mitspielen zu können. Wir haben die Unified Fabric integriert, sehen noch mehr dazu. Wir virtualisieren den ganzen Access Layer, den Zugriff, die Konnektivität auf diese Systeme, sehen wir auch noch ein bisschen mehr dazu. Wir haben Storage Access integriert über Fiber Channel over Ethernet und können so die zwei separaten Entitäten, die wir heute typischerweise in Data Centers finden, eben zusammenführen. Wir haben das Management integriert, das heißt, Sie bauen keine separate Infrastruktur auf, nur um die Hardware managen zu können. Das ist alles Teil dieser Domain schlussendlich, was wiederum eine Vereinfachung natürlich mit sich bringt. Wir haben viele Komponenten integriert und zusammengeführt, dadurch sparen wir schlussendlich oder minimieren wir die Anzahl Komponenten und kriegen ein sehr effizientes System heraus. Vereinfachung ist der Überbegriff schlussendlich, Simplicity, wir wollen es für Sie als Kunden einfacher machen, als Anwender in der Cloud einfacher zu machen, mit dieser Compute-Technologie, mit dieser Infrastruktur zu arbeiten. Das fängt natürlich nur schon beim Portfolio an. Wir denken, dass ein Portfolio eben auf einem Slide dargestellt werden können muss und nicht so komplex sein darf, dass man schon ein PhD braucht, nur um zu verstehen, was für Komponenten hier eingesetzt werden können. Dementsprechend ist das auch ausgefallen bei uns. Wir haben hier in den obersten zwei Reihen haben wir die sogenannten Fabric Interconnects, die zentralen Komponenten, die das Management, aber auch der zentrale Pfad zum Netzwerk darstellen. Das ist die zentrale Intelligenz von UCS. Dann haben wir die Chassis. Und jedes Chassis wird über sogenannte IO-Module, FX-Technologie, Fabric Extender-Technologie an diese Fabric Interconnects angeschlossen. Wichtig zu verstehen, diese Komponenten, die unterhalb der Fabric Interconnects liegen, die sind alle passiv gemanagt. Das heißt, die werden nicht aktiv durch irgendwelche Elementmanager, die sie irgendwo zu installieren haben, maintained, Firmware upgedatet oder konfiguriert, sondern es wird alles automatisch aus diesen Fabric Interconnects schlussendlich abgeleitet. Mit anderen Worten, Sie haben wirklich einen Single Point of Access für das ganze Management, nämlich die Fabric Interconnects. Alles andere, was darunter liegt, die Chassis, die Netzwerkkommunikation zu den Chassis, die 10 Gigafabrik, die dahinter liegt, die Blades selber, die mit Intel-Technologie oder x86-Technologie bestückt sind, inklusive die IO-Adapter, werden zentral aus einem Guss gemanagt. Wie sieht so ein System aus? Wenn Sie ein UCS-System aufbauen, dann haben Sie immer zwei Fabrics. Die kommt aus der SAN-Terminologie, Sie haben eine Fabric A, Fabric B, die sind völlig unabhängig voneinander. Sie können also auch solche Sachen wie Firmware-Updates gestaffelt durchführen und müssen das System deswegen nicht runternehmen, was ein ziemlich neuer Approach ist in der x86-Welt. Das heißt, Sie können zuerst Fabric A updaten und dann auch Fabric B und verlieren den Datenpfad niemals. Sie verlieren auch das Management nicht, weil das Management nämlich innerhalb dieser Boxen Failover betreibt. Dann schließen Sie Ihre Chassis an, die Chassis mit den Blades, mit den eigentlichen Compute-Komponenten drin. Und hier ist zu verstehen, dass Sie die Chassis nach Bandbreite, die Sie brauchen, anschließen. Das heißt, Sie schließen die Geräte, die Computer nicht nach Konnektivität an, die Sie brauchen, sondern Sie schließen nur nach der entsprechenden Bandbreite, die Sie zu erwarten glauben, schließen Sie diese Chassis an. Wie gesagt, das sind alles 10 Gigabit Ethernet Links. Wir führen hier IP-Traffic genauso wie Fiber-Channel-Traffic darüber. Wenn Sie wenig Bandbreite brauchen, dann schließen Sie sie mit mindestens dual 10 Giga an, zweimal 10 Giga. Wenn Sie viel brauchen, gehen Sie mit bis zu 160 Giga in so ein Chassis rein, um diese entsprechenden Blades, die von vorne reingeschoben werden, eben kommunizieren zu lassen. Das ist der Aufbau einer Domain. Upstream schließen Sie dann Ihre Netzwerke an, Ihr SAN, Ihr LAN, Ihre Storage-Subsysteme können direkt terminiert werden auf den Fabric Interconnects, Single Point of Management hier und wie gesagt eine massive Vereinfachung. Wenn Sie sich jetzt so eine Domain vorstellen, sieht eine minimale Konfiguration so aus. Sie haben zwei Fabric Interconnects und ein Chassis. Wenn Sie jetzt skalieren, und das ist ja das, was Sie typischerweise in einer Cloud machen, Sie brauchen immer mehr Compute-Kapazität über die Zeit,
dann skalieren Sie wirklich nur die Compute-Kapazität, die Komplexität, die bleibt exakt dasselbe, weil Sie müssen die Upstream-Konnektivität, die müssen Sie gar nicht mehr quasi verändern. Die haben Sie im ersten Mal aufgesetzt, die ganze Geschichte, und nachher skalieren Sie out bis maximal 20 Chassis, das sind 160 Server, die Sie in eine solche Domain reinbringen können, wie Sie sehen hier ohne Komplexitätszuwach, keine Veränderung im LAN, keine Veränderung im SAN, also eine wirklich einfache Möglichkeit zu skalieren. Das führt zu sehr einfachen Infrastrukturen schlussendlich, ein cleanes Wiring, ein einfaches Data Center, das was Sie vorhin gesehen haben, mit diesem Ghetto von Cablings in diesem Rackrow, in dieser Rackrowing, das gehört der Vergangenheit an. Sie haben bis 50% weniger Komponenten, die Sie verdrahten müssen. Und Sie haben bis 40% Cost Savings in den einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel Patch Cable, Ports und Switches und so weiter. Das heißt, Sie haben wirklich ein cleanes Wiring. Hier sind noch ein Cisco UCS und eine normale Landscape gegenübergestellt, eine Rack-Server Landscape. Und Sie sehen die deutliche Reduktion der Komplexität, die Sie hier in der Infrastrukturebene erreichen, durch den Einsatz solch eines integrierten Systems. Was sind andere UCS-Innovationen, die wichtig sind? Unified Fabric möchte ich ganz kurz ansprechen, was wir da gemacht haben. Die virtualisierte Konnektivität, sodass Sie ein System nicht mehr für Konnektivität im RZ einbringen und anschließen, sondern dass Sie das abstrahieren. Stateless Computing, was bedeutet das genau? Und Unified Management. Unified Fabric. Wie gesagt, hier nochmal ganz kurz dargestellt, wir nutzen die sogenannte Fabric Extender Technologie. Die ganze Intelligenz liegt hier im Fabric Interconnects. Wir haben immer Dual Fabrics, wie hier dargestellt. Die Fabric Extender selber hier, das sind nichts als Remote Line Karten. Es ist also ein Distributed System, netzwerkmäßig, das wir hier sehen. Die ganze Konfiguration geschieht hier in der Controlling Bridge. Und selbstverständlich sind wir Standards-basiert, das ist die sogenannte Bridgeport Extension Standard von der IEEE, 802.1BR ist der Standard, der dahinter liegt schlussendlich, der es uns erlaubt, überhaupt Traffic an einen Switch zu senden und über die gleichen Leitungen wieder zurückzubringen. Das wäre nämlich sonst via Switching Standards gar nicht erlaubt. Das ist die Unified Fabric. Wir transportieren die verschiedenen Traffic-Typen in eigentlich, könnte man sagen, virtuellen Kabeln in der physischen Fabrik drin. Nochmals, die physische Fabrik ist eine Anzahl 10 Gigabit Verdrahtungen oder Verbindungen schlussendlich. Sie skalieren. Je mehr, dass Sie solche Verbindungen stecken, desto mehr Bandbreite steht zur Verfügung in einem Port-Channel. Die verschiedenen Traffic-Types werden hier mit Quality of Service darüber gefahren. Das heißt, wenn Sie irgendwo ein Fiber-Channel-Interface anlegen oder ein Ethernet-Interface, das 10 GB verarbeitet, dann wird die Bandbreite nicht alloziert oder reserviert, sondern es wird dynamisch geshared in diesem Cabling, in dieser Fabrik drin schlussendlich, sodass wirklich die ganze Bandbreite auch abwechselnd benutzt werden kann von diesen verschiedenen Protokolltypen. Was wir auch machen, die verschiedenen IO-Bottlenecks, die existieren heute, werden eigentlich von Grund auf eliminiert durch die schier immense Bandbreite, die wir zur Verfügung stellen, sodass Sie sich über diese Geschichten vorläufig gar keine Gedanken mehr machen müssen. Die Bandbreite, die zur Verfügung gestellt wird, ist eigentlich limitationsfrei. Virtualized Connectivity. Ich habe schon gesagt, Sie verdrahten immer nur für Bandbreite. Was passiert denn auf dem Serverblade? Ein Serverblade, das typischerweise mehrere Ethernet-Schnittstellen oder mehrere Fiber-Channel-Schnittstellen sehen muss, wie wird das gemacht schlussendlich? Wir haben hier eine spezielle Adapterkarte, die Cisco WIC-Karte, die auf Interface-Ebene virtualisiert. Das heißt, wir können sogenannte Virtual NICs und Virtual HBAs erstellen, maximal 256, eine relativ große Anzahl, die normalerweise nicht ausgeschöpft wird. Und diese virtuellen NICs, die bilden sich natürlich ganz normal ab in PCI Express 3. Das heißt, wenn Ihr Hypervisor, Ihr Linux bootet, dann wird der Scan eben diese Netzwerkinterfaces finden und entsprechend nutzen können. Diesen Netzwerkinterfaces kann ich auch entsprechende Quality of Service Attribute anheften. Ich kann Bandbreiten, Limitationen konfigurieren. Ich kann bis zur Hochverfügbarkeit gehen. Das heißt, ich kann so ein VNIC nehmen und kann das als Failover-VNIC definieren über zwei Fabrics, über die zwei Fabric-Interconnects, die wir haben. Sollte eine Fabrik ausfallen, wird in der Hardware automatisch geswitcht. Das bedeutet für Sie konkret wieder eine Reduktion der Komplexität, weil Sie im OS selber weniger handeln müssen. Sie müssen da kein Teaming machen, wenn Sie nicht wollen, und können solche Hardware-Funktionalitäten nutzen,
um entsprechend die Verfügbarkeit abzubilden. Die Bridgeport Extension Technologie, ich habe Ihnen vorher einen Teil noch verschwiegen, die Bridgeport Extension Technologie, die zieht sich nicht nur durch bis in diese Fabric Extender, nicht nur bis in die Chassis, sondern die zieht sich tatsächlich durch bis in die Mezzanine-Karten, in die PCI-Express-Karten, die in den Servern drinstecken. Hier haben wir diese VNICs abgebildet, jeder Server hätte drei VNICs. Und was tatsächlich passiert ist, jeder dieser Schnittstellen hier kommuniziert in einem virtuellen Kabel bis hinauf auf den Fabric Interconnect. Der Fabric Interconnect ist der einzige Ort, wo geswitcht wird. Von dort wird die Traffic wieder zurückgeleitet. Das bedeutet konkret, dass Sie von der Visibilität und von der Kontrolle her ebenfalls einen Point of Management haben. Wenn Sie Traffic mitverfolgen wollen, dann müssen Sie genau an einem Netzwerkpunkt sich einloggen und die Traffic zum Beispiel snoopen oder dumpen. Und das ist wieder einmal mehr schlussendlich der Fabric Interconnect. Also eine durchgängige, transparente, ein distributed System bis hinunter auf die Server-Interfaces, das hier netzwerkseitig geschaffen wurde. Hier nochmal die Visualisierung zum Traffic Flow. Der Traffic Flow geht also in einem UCS-System immer von den Ethernet-Schnittstellen oder von den Fiber-Channel-Schnittstellen hoch bis zu den Fabric Interconnects. Wenn die Target-Adressen in derselben Domain sind, werden sie von dort zurückgeswitcht. Ansonsten geht es ins LAN oder ins SAN raus. So dass wir auch keine Probleme bekommen mit den entsprechenden anderen Netzwerkprotokollen und Upstream-Netzwerken schlussendlich. Stateless Computing, ein weiterer Differentiator, wie wir denken, auch sehr nützlich in verschiedenen Anwendungsszenarien. Ein Server, was ist ein Server schlussendlich? Ein Server setzt sich zusammen aus Compute-Hardware, sprich IO-Kanälen, CPUs, irgendwelchen Memories und was er aber auch hat und was öfter mal verdrängt wird, er hat State natürlich, verschiedene Konfigurationen. Wenn Sie einen Rack-Mount-Server in Ihren Rack reinschreiben, dann schreiben Sie den nicht nur physisch rein und verkabeln den nach der Konnektivität, die Sie brauchen, Sie müssen den auch konfigurieren. Die ganzen Option-ROM, BIOSes und so weiter müssen konfiguriert sein. Das sind so die typischen Values, die gesetzt werden, RAID-Levels. Bei uns wären es dann noch die Anzahl VNICs und die Anzahl VHPAs, die Sie haben möchten oder sehen möchten, die zur Verfügung gestellt werden. Die Quality of Service in der Netzwerkumgebung und all das muss hier konfiguriert werden. Was wir machen ist, wir separieren diese Konfiguration vollständig von der Compute-Hardware. Wir sind in der Lage, eine Art Blueprint zu erstellen, wir nennen das ein Service-Profil, wo wir sämtliche Konfigurationen abbilden und können diese Konfiguration nachher zuordnen. Das heißt, wir erstellen ein solches Service-Profil, das beinhaltet sämtliche Werte, wie dieser Server dann aussehen soll, wenn er in Betrieb genommen wird und können dieses Service-Profil nachher auf die Hardware zuordnen. Falls die Hardware aus irgendeinem Grund ausfallen sollte, können wir zum Beispiel dieses Service-Profil einfach auf eine andere physische Hardware zügeln und genau dasselbe System-Image, genau dieselbe Installation wieder booten schlussendlich. Kommt vor allem auch in den Bare-Metal-Installationen natürlich zum Tragen. Wenn Sie also zum Beispiel Infrastructure, also Service, runterbringen bis auf ein physisches Blech, dann könnte das etwas sein, das Ihnen massive Vorteile bringt. Und auch eine Vereinfachung, zum Beispiel in solchen Hochverfügbarkeitsszenarien drin. Management, ich habe schon kurz angetönt, wir haben ein integriertes Management-Interface im Cisco UCS-System drin. Übrigens, was ich auch noch nicht erwähnt habe, wir haben immer über Blade gesprochen und über Fabric Interconnects. Wir können aber nicht nur Blade-Server managen, wir können natürlich auch Rack-Mount-Server genau gleich managen, sodass es da von der Management-Funktionalität Parität gibt zwischen Blade-Technologien, aber auch Rack-Mount-Server-Technologien. Wie gesagt, das Management ist integriert in den UCS Manager, ist hoch verfügbar. Sollte eine Fabrik ausfallen, wird automatisch die zweite Fabrik das Management Interface übernehmen. Und Sie sind immer online mit Ihrer Management Software. Auch Ihre Upstream Management Tools, wie zum Beispiel ein OpenStack, könnte dann über die Public Interfaces immer auf diese Management Infrastruktur in der Hardware zugreifen. Und es gibt keine Momente, wo die nicht zur Verfügung steht. Gibt es mehrere solcher UCS-Domains? Ich habe schon erwähnt, UCS-Manager managt bis zu 160 Server. Sprechen wir von sogenannter UCS-Central-Technologie. Das heißt, es gibt ein übergeordnetes Management-Tool, das es uns erlaubt, all diese Funktionalitäten, die wir besprochen haben, nicht nur lokal abzubilden, sondern auch
über Landesgrenzen, über Datacentergrenzen, also über den ganzen Globus verteilt schlussendlich. Das heißt, es ist auch möglich, so ein Serviceprofil zum Beispiel irgendwie von Asien nach Südamerika zu zügeln und dort diesen Server wieder in Betrieb zu nehmen, seamless, mit genau der gleichen Identität, sodass das wirklich ein globaler Playground wird schlussendlich, diese UCS-Server-Power, die wir zur Verfügung stellen. Noch ein paar Worte zur Infrastruktur selber. Wie gesagt, der UCS Manager ist natürlich als GUI verfügbar, ist aber auch als XML-API abgebildet. Das heißt, wir haben eine offene, dokumentierte Schnittstelle, wie Sie mit so einer Serverfarm umgehen schlussendlich. Das GUI greift über genau die gleiche Schnittstelle zu wie sämtliche programmatischen Approaches, die wir haben, die Instrumentierungen für Python zum Beispiel, die auf diese Serverfarm zugreifen können. Sämtliche Ökosystempartner. Wir arbeiten übrigens auch daran, eine OpenStack Edition, wie so viele Hersteller natürlich, herauszubringen, die halt mit diesen XML-APIs zugange kommt und so eben die Automatisierung voranzutreiben aus dieser entsprechenden OpenStack Cloud hinaus. Genau dasselbe machen wir natürlich auch mit anderen Open Source, aber auch kommerziellen Herstellern. Wie gesagt, eine ganze Menge von offenen Tools schlussendlich, Definitionen zur Schnittstelle, Toolkits, um eben gegen diese Infrastruktur entwickeln zu können. Das war eines der großen Ziele, die Automatisierung, die Programmable Infrastruktur wirklich anzubieten und auch voranzutreiben. Ich weiß nicht, alles ist Open Source hier drauf, es gibt natürlich auch so Geschichten, die mit Microsoft integrieren und so weiter. Wir tun aber trotzdem einiges, um eben gerade auch offene Schnittstellen wirklich zur Verfügung zu stellen und nicht nur in den Closed Jobs Abbildung zu schaffen. So, was ist das Unified Computing System? Ganz kurz abschließend, ich habe mich beeilt, um wirklich die Zeit wieder ein bisschen reinzufahren. Was Sie kriegen mit einem UCS ist eine virtualisierte Konnektivität. Das heißt, Sie kriegen eine massive Vereinfachung in Ihrer Infrastruktur im Cabling. Sie kriegen eine Unified Fabric, das ebenfalls genau in dieselbe Bresche schlägt. Sie haben hier eine Vereinfachung. Intelligente Infrastruktur, hochverfügbare Infrastruktur, Sachen wie Service Profiles, die es Ihnen erlaubt, Mobilität in Ihre Serverkonfigurationen zu bringen und sogar über Kontinentalgrenzen Failover zu machen, Disaster Recoveries mit dieser Serverinfrastruktur. Ein integriertes Management, das eben auch Zugriff erlaubt über definierte Schnittstellen und wirklich hinunter bis auf die letzte Schraube Konfigurationen erlaubt, bis hin zur BIOS Policy oder zur Konfiguration der Verfügbarkeit oder der Performance des Memories im Server drin, können Sie alles über diese programmatische Schnittstelle loggen. Es gibt keine Situation, wo Sie irgendwo im richtigen Moment F6 drücken müssen und ins BIOS rein müssen, um Konfigurationen abzusetzen. Alles ist wirklich programmierbar über eine einzige Schnittstelle. Ein Single Unified System, der eben sämtliche dieser Technologien zusammenführt und einmal mehr für Sie eigentlich eine massive Vereinfachung, gerade aus Sicht der Automatisierung, erbringen würde. Das wäre ein kurzer Überflug gewesen über Cisco UCS. Wenn es noch Fragen gibt, würde ich die gerne beantworten. Ich bin aber sonst auch noch hier. Ich mache das jetzt einfach mal ohne Mikrofon. Eine Frage. Ich habe gesehen, SNMP ist integriert als Schnittstelle. Auch, ja. Auch wenn wir über offene Standards, sprechen, dann ist ja gerade vor dem Hintergrund SDN, Software Defined Network, das wirklich offen zu gestalten, auch unabhängig von der eigenen Management-Oberfläche. Gibt es Pläne, Flow oder OpenFlow zu integrieren? Und die zweite Frage, was machen Sie mit Security? Ich weiß, dass auch auf Layer 2 es schon Möglichkeiten gibt, auf Applikationsebene zu trennen. Ist sowas auch schon integriert oder geplant? Die erste Frage, SDN. SDN ist eine Sache des Netzwerks upstream natürlich. Das heißt, Cisco verfolgt natürlich die SDN-Ströme. Klar, wir partizipieren auch offen darin. Was wir machen, was wir verfolgen, ist ein Multicontroller-Approach nach wie vor. Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass wir einer der größten Network-Equipment-Provider sind. Es gibt ganz viel Equipment, das herumsteht. Jeder dieser Boxen im Datacenter und auf der ganzen Welt verfügt natürlich auch über ein Control-Plane. Und wir möchten diese Architektur weiter leveragen. Das heißt, wir möchten unsere ASIC-Intelligenz weiter nutzen, möchten aber natürlich die SDN-Frameworks
integrieren. Es bleibt aber nicht bei OpenFlow. OpenFlow adressiert grundsätzlich die Steuerung der Flows im Netzwerk. Wie gesagt, das wird heute über ASIC-Technologie realisiert bei uns im großen Teil. Das heißt, jeder Switch hat einen Control Plane. Wir werden aber vor allem die Automatisierung, wie soll ich sagen, betonen im Bereich SDN. Das ist ein weiterer Schritt. Sie möchten standardisierte Schnittstellen, wie Sie auf Netzwerkequipment zugreifen. Da gehören natürlich auch die Fabric Interconnects, die ja ein Teil des Netzwerks sind, dazu schlussendlich. Und was wir machen werden, wir werden dort integrieren auf einer Ebene, dass wir APIs entsprechend zur Verfügung stellen. Wir werden auch ein Open Flow API haben, das aber über diese Distributed Control Planes nachher funktioniert. Das heißt, da gibt es ganz viele Pläne, würde auch den Rahmen sprengen, hier sowas einzubringen. Aber wir sind natürlich hinter diesen Standards her dann zu wahren. Die Trennung jetzt im Bereich UCS ist natürlich so, dass wir die Devices, die Fabric Interconnects, das sind Layer 2 Devices. Die Abschottung verschiedener Traffic-Typen, Multitenancy und so weiter, basiert hier, wie das heute üblich ist, auf WLAN-Technologie. Da gibt es keine Möglichkeit einer Segmentierung, und das ist ja auch ein Ziel von SDN schlussendlich, die Netzwerksegmentierung. Das kann mit dieser ASIC-Technologie, die wir heute hier verwenden, heute nicht umgesetzt werden. Will aber nicht heißen, dass wir nicht zukünftig da entsprechende Anpassungen vornehmen und etwas machen, das eben über die WLAN-Separierung hinausgeht. Was typischerweise auch passiert, man versucht ja immer bei der Automatisierung so wie die Infrastrukturgebiete, die WLAN will man außen vor lassen, Komplexität. Und man geht dann rein in die Overlay-Networks zum Beispiel, da sind wir natürlich auch vertreten mit VXLAN und so weiter. Da gibt es Möglichkeiten, solche Abschrittungen dann eine Stufe höher schlussendlich mit diesen Overlay-Networks zu realisieren. In der Hardware selber hier, nur V-Learning, keine Netzwerk-Segmentation sonst. Gerne. Besten Dank. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Dort hinten. Ja, ich muss es doch noch fragen. Also es sieht jetzt für mich so aus, wie ja, man kauft die ganze Sache jetzt von Cisco und das macht alles diese tollen Sachen. Sie haben immer wieder gesagt, das ist alles standardsbasiert. Kann ich irgendeinen anderen Server bei Ihnen reinpacken? Kann ich einen Quantum-Server bei Ihnen reinpacken? Kann ich einen anderen Switch reinpacken? Wenn es alles so standesbasiert ist, sollte das ja gehen, oder? Wenn der Hammer genug groß ist, geht das schon, oder? Nein, können Sie bei anderen Herstellern Blades, Fremdblades in ein Blade-Chassis reinpacken? Nein, schlussendlich nicht, oder? Das geht nicht. Was Sie hier sehen, die Protokollebene ist standardisiert, das habe ich erwähnt. Das ist die Bridgeport Extension, IEEE hat das standardisiert, wie das funktioniert, wie das zu funktionieren hat schlussendlich. Die Formfaktoren der Blades sind natürlich nicht standardisiert. Das heißt, es sind Cisco Blades in Cisco Chassis rein. Was wieder standardisiert ist, ist die x86-Technologie, die Sie sehen schlussendlich. Das heißt, wenn Sie darauf Ihren Hypervisor, Ihr Linux installieren, dann wird das sofort einwandfrei funktionieren. Wir haben die Treiber in die Open Source Community gegeben, Sie müssen nicht nachinstallieren, das sind sofort ready to go. Aber Sie haben recht, natürlich, wenn Sie eine UCS-Domain aufziehen, dann werden Sie die nicht mit Supermicro ergänzen nachher, sondern Sie werden weiterhin UCS-Chassis und UCS-Server kaufen. Ist dann sowas wie Open Compute ein Thema für Sie? Definieren Sie Open Compute? Open Compute ist ein Konsortium, die eben die ganzen Chassis und so eben, sag ich mal, redefiniert. Also, dass man auch sagt, dass man nicht nur Blade-Server und wie breit und wie lang das die sind, sondern halt auch eben die ganze Konnektivität und so weiter gehört alles dazu. Genau. Ja, ehrlich gesagt habe ich nichts gehört, dass Open Compute in Ernsthaft das Thema wäre. Für uns, wir sind Hersteller grundsätzlich auch natürlich und wir müssen uns auch differenzieren. Oder? Das ist so. Wir haben bestimmte Aufwände, die Produkte zu entwickeln und zu produzieren. Wir müssen uns differenzieren, um die am Markt abzusetzen. Ich habe in den ganzen Marketing-Geschichten habe ich ihn rausgenommen. Ich möchte Sie nicht plagen damit, aber das ist Fakt und das gelingt uns recht gut im Moment, muss ich sagen. Ist ein anderer Approach, ist aber ein hochintegrierter Approach. Was Sie einfach kriegen, ist eine Vereinfachung Ihrer Welt. Wenn Sie das nicht möchten, dann sind Sie halt da, wo Sie heute sind. Sie kaufen Switches von einem Hersteller, Sie kaufen Blades oder Server von irgendeinem anderen Hersteller. Sie machen alles selber schlussendlich, Sie haben kein präintegriertes System und haben entsprechend mehr Aufwand und haben vor allem massive Schwierigkeiten, überhaupt Automatisierung auf der Infrastrukturebene einführen zu können.
Das sind die Trade-offs. Ja.